Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wohnzimmerkonzert aus dem schönsten Club der Welt. Wir sind Norbert Müller und Isabel van Dree und wir hatten eigentlich heute am Tag der Befreiung, am 75. Jahrestag der Befreiung vor, mit euch gemeinsam diesen Tag zu feiern. Nun hat Corona uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen haben wir gedacht, dass wir euch wenigstens die Musik dazu zum Tag der Befreiung in eure Wohnzimmer zu euch nach Hause bringen. Genau, und dafür haben wir eine Band eingeladen oder haben jetzt hier eine Band gleich live on stage und zu der wird Norbert ein paar Worte sagen. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Vor 75 Jahren brach die militärische Macht Nazi-Deutschlands unter den Schlägen der vier Alliierten, der US-amerikanischen, der sowjetischen, der französischen und britischen Soldaten zusammen. Und zum Tag der Befreiung oder auch zum Tag des Sieges hat in den letzten 15 Jahren immer VV Leningrad im Treptower Park gespielt. Auch das fällt dieses Jahr aus. Deswegen konnten wir VV Leningrad heute Abend gewinnen, hier in ihrer Heimatstadt in Potsdam zu spielen. VV Leningrad, einige sagen, sie spielen Russian Speedfolk, andere sagen, sie spielen Post-Sowjet-Punk. Wie auch immer, sie spielen russische und deutsche Arbeiterlieder, Soldatenlieder, Musik, die aus der Arbeiterbewegung kommt. Sie machen Mut und genau das soll der 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus eben machen. Er soll Mut machen all den Antifaschistinnen und Antifaschisten, die hier auf der Welt unterwegs sind, die in Deutschland dafür kämpfen, dass wir die Zustände, die vor 75 Jahren mit alliierter Hilfe beendet werden mussten, nie wieder zurückkommen. VV Leningrad hat vor 30 Jahren sich in Potsdam gegründet, in der Hermann-Elflein-Straße die ersten Konzerte gegeben und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass sie heute Abend hier in Potsdam eben auftreten können, wenn auch ohne Fans. Genau, und dabei wünschen wir euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Natürlich werden wir Ihnen jetzt die Bühne gleich überlassen, aber nachher werden wir dann auch nochmal zwischendurch in einer kleinen Pause dann auch nochmal uns über die Bedeutung des 75. Jahrestags der Befreiung unterhalten. Jetzt aber überlassen wir Ihnen erstmal die Bühne und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Räumt vielleicht die Tische, Stühle, was auch immer euch umgibt in euren Wohnzimmern beiseite und feiert mit uns gemeinsam. Hier sind VV Leningrad.
Einen wunderschönen guten Abend, ja, Hofer Leningrad aus Potsdam. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen und ungewöhnliche Konzerte. Ja, dank Corona haben wir uns mal, kann ich wirklich sagen, dank Corona uns auf den Weg gemacht, mal was ganz anderes auszuprobieren, nämlich ein Konzert ohne direkten Publikum. Aber ihr seid ja alle da und es freut mich, dass so viele zu sehen sind. Ja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich jetzt die Übergangsleitung mache. Ich würde einfach sagen, so wie eben jedes Jahr um 8. Mai herum, 8. 9. Mai, stehen wir auf der Bühne, heute eben auch, aber eben mal ganz anders. Und ich sage einfach nur, weiter geht es mit Sinaida. Dankeschön. Theo, falls du deine Mutti grüßen würdest, in die Richtung müsstest du. Da rüber. Also was ich auch nochmal sagen muss, ich glaube, das ist, was wir diesmal machen, ist wirklich so der längste Soundcheck, den wir je mit der Band gemacht haben. Also seit einer Woche checken wir hier rum und seit einer Woche haben wir auch, sag ich mal, hier alles schön aufgebaut und es hat tierisch Spaß gemacht. Muss ehrlich sagen, das hat so eine Laune gemacht, nach Wochen der Enthaltsamkeit hingucken, okay. Nach Wochen der Enthaltsamkeit, dass man niemanden sehen durfte, niemanden sehen wollte, am Anfang auch, aber mittlerweile war das wirklich für uns alle ein Erlebnis, diese Woche hier alles vorzubereiten und wir hatten viel Spaß dabei, wirklich. Matroschka. Jetzt kommt das Lied Matroschka. Und ihr Pfeifen, nicht ihr Pfeifen, wir haben eine Oberpfeife bei uns, das ist die pfeift jetzt einfach mal was und ihr pfeift einfach mit. Varyun kapani.
gegen Karadoschow, der Prof gegen Kadani, Litima, Troschka. Vajenka, Vajenka, Karadoschow, der Prof gegen Kadani, Litima, Troschka. Ach, Vavaja, ach, Vajenka, ach, Mille, wo ist sie schon? Ach, Vavaja, ach, Vajenka, Mille, wo ist sie schon? Vajenka, Vajenka, das ist Fokus, Vajenka, das ist Verrost. Zusammengesetzt vor die Bildschirme, den Wodka, den Latte Mojito und den Grasovka, ist ja auch Wodka, alles zusammengeschüttet, uns einfach an den Bildschirmen zugestoßen, ein Lied geklimpert und uns gefreut. Der dritte Grieche, ein multikulturelles Liedchen. Seid ihr bereit? Ach so. Wir brauchen eure Arme. Also ja, hoch von den Sofas, ja, genau. Arme bewegen in diese Richtung. Wo ist, ach da, da ist, da in diese Richtung, ja genau. Ja, und so klatschen, ja. Nicht so und nicht so, nein, so. Okay, Kinders?
die Kuh mit Pferdehaar, sage ich da bloß. Dankeschön. Ja, dankeschön für den Applaus. Wunderbar. Schön, schön, schön. Weiter geht es mit Party Sahne. Richtig, alles Sachen von unserer neuen CD, die auch in diesem Jahr rauskommen wird. Das sagen wir aber schon seit 10 Jahren, okay. Ja, ja, aber dies Jahr, 10 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre. 30 Jahre. Я любила его Чечения и Акрам. Другим не любить никогда, никогда. Только с ним лишь один, а не стыдишь иной. И мы дышу, дышу мою, и мы жизнь отдала. Что за ночь, за луна? Когда другая и бледна голодна, забираю, дрожу, дрожу, забираю, дрожу, дрожу. Вон от едет, поет, бедет, той закрывая. Вот он руку, руку дает, то зелует меня. Милой труп, погоди, почему? Schöne Stücke mit der Klarinette. Die Blasinstrumente verziehen sich mal bitte in die Hinterräume. Das ist unsere Klarinette. Sieht doch wunderschön aus, ne? Der darf jetzt hinterm Vorhang spielen. Ist manchmal für uns gut, manchmal für ihn. Aber ihr hört ihn auf alle Fälle. Und er spielt ganz, ganz toll. Das ist ein Lied, Serze Bum Bum. Der erste Teil heißt Herz. Der zweite, den könnt ihr bitte gerne selber übersetzen. Ihr könnt vielleicht googeln. Googeln oder mit so einem Wörterbuch vielleicht. Bum, bum. Genau. Klarinette, bist du bereit? Klopf, klopf heißt vielleicht. Genau. So, also es ist jetzt sehr ungewöhnlich, dass die Klarinette jetzt nicht da ist, aber wir kriegen es das irgendwie hin, ohne dass wir uns anschauen, machen wir einfach mal weiter. Dafür gucke ich dich jetzt an, alles klar. Thank you.
Serce bum bum, serce bum bum, stopp ich das, dann ich komm. Serce bum bum, serce bum bum, stopp ich das, dann ich komm. Dieser Stub, Alter, du bist mein, du bist mein. Serze, bum, bum, Serze, bum, bum, stopp ich dir das mit dieser Gitschkorn. Serze, bum, bum, Serze, bum, bum, stopp ich dir das mit dieser Gitschkorn. Dieser Stub, Alter, dieser Stub, Alter, du bist nah, du bist nah. Dieser Stub, Alter, dieser Stub, Alter, du bist nah, du bist nah. Klarinettiert. Ja, danke, danke. Es macht sehr viel Spaß mit euch da draußen. Deswegen spielen wir jetzt noch mal einen ganz flotten Flitzer. Die Wahlen kamen, also das hoch vom Sofa und die Chipstüten wegschmeißen und das Tanzbein schwingen. Genau, das wäre mein Ansatz gewesen. Kommt mal hoch aus den Sesseln und Sofas und räumt, schmeißt die raus aus dem Fenster und macht Platz zum Tanzen. We'll be right back.
das war's erstmal ganz kurz. Warte, nicht, das war kurz. Es war sehr kurz. Aber wir machen jetzt auch eine kurze Pause. Genau. Jetzt schwenkt die Kamera, glaube ich, so rüber und wir machen ein kleines Päuschen und ein kleiner Redebeitrag. Ist das richtig? In den letzten Tagen gab es ja immer wieder die Frage, auch bei verschiedenen Ehrungen. Ich hatte das gestern am sowjetischen Ehrenmal am 17. Juni in der Nähe des Reichstages. Was macht man eigentlich bei diesen Ehrungen? Sollen die Leute betroffen gucken oder sollen sie sich freuen, weil es eigentlich was zu feiern gibt? Und vielleicht ist beides richtig. Auf der einen Seite sind Millionen Menschen gestorben in diesem Weltenbrand, den die Nazis in Deutschland, von Deutschland ausgehend, ausgelöst haben. Aber auf der anderen Seite ist das eben auch ein großartiges Ereignis, dass es gelungen ist, den Faschismus zu bezwingen. Und auch in Deutschland ist es eben eine Befreiung gewesen. Und die Debatte kommt ja irgendwie alle Jahre wieder, jetzt wieder angestoßen von Konservativen, von Reaktionären, von Braunen aus der AfD, die Frage aufwerfen, ist das überhaupt eine Befreiung gewesen oder eine Niederlage? Ja, es war eine Niederlage der deutschen Faschisten. Ja, und das war eine Befreiung auch von Millionen Menschen, die in Lagern in Deutschland noch eingesperrt waren. Für Millionen Menschen war der 8. Mai auch in Deutschland eine Befreiung, die im Untergrund lebten, die in Angst lebten, die von Verfolgung bedroht waren, die nicht wussten, ob sie die nächste Woche, den nächsten Monat noch erlebt haben. Aber eben auch eine Befreiung für all jene, die in diesem Krieg möglicherweise noch ihr Leben verloren hätten. Und deswegen feiern wir den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus für ganz Europa. Und wir feiern ihn als Tag der Befreiung für unfassbar viele Menschen, die in ihrem Leben akut bedroht waren. Und wir feiern ihn als Niederlage der Faschisten, die an diesem Tag eine Niederlage eingesteckt haben, von der sie sich zumindest in Deutschland glücklicherweise nie wieder erholt haben. Und deswegen ist es auch so ein guter Tag, den wir nutzen können. Oder Isa, es ist so ein guter Tag, den wir nutzen können, um deutlich zu machen, wir lassen den Nazis hier keinen Millimeter öffentlichen Raum. Ja, vor allem ist es wichtig, weil es uns darum gehen muss, auch aufzuzeigen, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten ja nicht erst damit angefangen haben, mit den Konzentrationslagern, die errichtet wurden, sondern eben damit, dass schon vorher Menschen sukzessive ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft, zurückgedrängt wurden, diskriminiert wurden und dann eben verfolgt wurden. Und die Frage, die ich mir stelle jetzt an diesem 8. Mai ist, wir erleben gerade einen großen Umbruch in der Gedenkpolitik. Also soll heißen, wir haben die Situation, dass leider viel, viel weniger Zeitzeuginnen als noch vor ein paar Jahren zur Verfügung stehen, um auch Jugendlichen von ihren Erlebnissen in den Kriegsjahren zu berichten. Und die Frage ist, wie stellen wir uns in den nächsten Jahren perspektivisch auf, was das Gedenken anbelangt? Und darüber würde ich gerade auch gerne ein bisschen mit dir nachdenken, Norbert. Wie schaffen wir es, dass dieser Tag, der 8. Mai, heute der 75. Jahrestag der Befreiung, nicht aus dem kollektiven Gedächtnis und aus der Erinnerung verloren geht? Also vielleicht ist ein guter Ansatz, dass man darüber nachdenken muss, dass der 8. Mai Gedenk- oder möglicherweise sogar Feiertag wird. Ich weiß, ihr habt im Landtag das beantragt, 8. Mai in Brandenburg gesetzlicher Feiertag. Wir haben das mit Rot-Rot versucht. Raus kam ein Gedenktag, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da laufen ein paar mehr Rundfunksendungen, Menschen werden erinnert und es geht nicht einfach so unter dem Schlussstrich, den der eine oder andere sich wünschen mag. Aber ich glaube, wir brauchen mehr als nur einen Gedenktag. Eigentlich brauchen wir einen Feiertag, weil auch wenn an dem Tag die Leute dann zu Hause sind und sich freuen, dass sie am Ende vielleicht nur einen Familientag haben, das mag ja sein und vielleicht auch nur geflaggt wird, okay. Aber trotzdem ist es ein Tag, der dafür sorgt, dass Menschen drüber nachdenken, warum sie jetzt gerade frei haben. Dass es ein Stück weit auch Raum dafür gibt, überhaupt Gedenken zu ermöglichen. Also in den letzten Jahren ist es ja immer so gewesen, dass man überlegt, schafft man es überhaupt, dahin zu gehen, wenn einem das wichtig ist. Mhm. Zu den Lokalen. Und wir haben in Brandenburg, in jeder Dorf, neben Dorf, in jeder Gemeinde, gerade östlich von Berlin, so russische Soldatenfriedhöfe, sowjetische Soldatenfriedhöfe. Wenn man da gedenken will, wann macht man das, zu welcher Tageszeit? Ja. Ist es nicht gerade in der Region völlig unangemessen zu sagen, das ist eigentlich nur so eine private Angelegenheit, die muss man sich irgendwie selber drum kümmern? Oder finden wir es nicht richtig, auch aus Dankbarkeit gegenüber in dieser Region den sowjetischen Befreiern den 8. Mai zum Feiertag zu machen und zum Beispiel allen die Möglichkeit zu geben, auf ihre Art der Befreiung vom Faschismus zu gedenken? Ich finde, es geht ja auch noch viel, viel weiter. Also wir haben in Brandenburg ja nicht nur ganz viele, zum Glück noch ganz viele Ehrenmale für die sowjetischen Soldaten, die Brandenburg befreit haben, sondern es gibt auch leider ganz, ganz viele ehemalige Außenlager von Konzentrationslagern oder aber auch Orte, an denen Menschen auf den Todesmärschen durch Brandenburg getrieben wurden in den letzten Kriegstagen und zwar unmittelbar vor der Front hergetrieben wurden und da unzählige Menschen noch zu Tode gekommen
gekommen sind, unnötigerweise in den allerletzten Kriegstagen. Und ich finde es total wichtig, dass genau so ein 8. Mai auch dazu anregt, sich mit der Vergangenheit des eigenen Ortes auseinanderzusetzen. Das heißt, zu hinterfragen, wo hat in dem Ort, an dem ich lebe, was stattgefunden? Wie hat der Faschismus, der Nationalsozialismus auch innerhalb der jeweiligen Kommune gewirkt? Was sind historische Orte, die relevant waren? Und da finde ich, dass das genau ein Ansatz wäre, diese Orte zu stärken, zu unterstützen, Projekte aufzusetzen und zu fördern, sodass Gedenken auch genau an diesen Orten stattfindet. Weil wir haben unzählige Aktive im Land, die sich mit Gedenkpolitik auseinandersetzen, die Forschungen betreiben, die mit Kindern und Jugendlichen Projekte machen, wie zum Beispiel Überlagert oder sonstige Projekte, die genau der Geschichte an den jeweiligen Orten nachgehen. Und ich finde, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass in den letzten Jahren eher immer so eine Debatte geführt wurde, diese Orte zurückzudrängen oder aber sie hinten runtergefallen sind, dass genau dieses Engagement eher gefördert werden musste. Und genau das haben wir gestern auch im Landtag beantragt. Das wurde von der Kenia-Koalition abgelehnt. Aber das ist meiner Auffassung nach genau der Ansatz, den wir weiter vorantreiben müssen, um auch das Gedenken zu stärken. Weil ich glaube, beim 8. Mai geht es nicht nur darum, einmal im Jahr irgendwie an einem Gedenkort zu stehen und kurz darüber nachzudenken, was passiert ist, sondern das auch in die Gesellschaft zu tragen und das, die Verantwortung für die heutige Gesellschaft daraus zu ziehen. Und das ist, glaube ich, das ist das Wesentliche, weil nur wenn wir begreifen, womit es angefangen hat und was Diskriminierung auch schon im Kleinen bewirkt, kann man sich auch aktiv dagegen zur Wehr setzen. Ja, alleine in Potsdam hat es Dutzende Lager gegeben und es macht da gar keinen Unterschied, ob ein Außenlager eines Konzentrationslagers, Zwangsarbeiterlager, Kriegsgefangenenlager, Dutzende kleine Lager gegeben, überwiegend Zwangsarbeiterlager, wo aber die Bedingungen für die Menschen ja trotzdem eine Katastrophe waren. Und das ist im öffentlichen Bewusstsein häufig völlig, völlig verschwunden. Und vor allem, sie waren auch nicht am Rande der Gesellschaft, sondern sie waren immer mittendrin. Ich bin in Oranienburg aufgewachsen und da war es zum Beispiel so, dass es vollkommen klar war, dass wenn die Musik über die Stadt ertönte, dass wieder Menschen erschossen werden. Das heißt, auch die Zivilbevölkerung hat genau das alles mitbekommen. Und es war keine Parallelgesellschaft oder irgendwas, was am Rande der Gesellschaft stattgefunden hat. Nein, die Vernichtungspolitik war essentieller Teil genau dieser nationalsozialistischen Herrschaft. Ein schönes Projekt, was vor Ort hilft, sich an Menschen zu erinnern, die verfolgt wurden, die ermordet wurden, die vertrieben, die vernichtet wurden, sind die Stolpersteine. Und ich weiß, dass auch am 8. Mai oder am 27. Januar oder am 9. November viele Menschen in ihren Städten unterwegs sind, um Stolpersteine zu pflegen, zu putzen, freizulegen von Unkraut. Also diese messingfarbenen Steine, die vor den Hauseingängen sind, von Häusern, in denen Menschen gelebt haben, die von den Nazis vernichtet wurden, ermordet wurden, deportiert wurden. Oder deren Schicksale teilweise auch noch ungeklärt sind. Das, finde ich, ist was ganz konkret vor Ort erinnert. Es sind nicht nur die großen Gedenkstätten, es ist nicht nur Ravensbrück und Sachsenhausen, wo wir wissen, dass zehntausende Menschen zu Tode gekommen sind oder die Stelen entlang der Todesmarschrouten, sondern es sind eben auch die kleinen Orte in den Städten. Und ich habe vor 2 Jahren erst ein Projekt mir angesehen in Ludwigsfelde im Wahlkreis, wo Schüler einer Oberschule genau das gemacht haben. Die haben sich vor Ort genau angeguckt, was es eigentlich war, ein großer Rüstungsstandort Ludwigsfelde, Flugzeuge oder Flugturbinen hergestellt. Was ist sozusagen dort im Zwangsarbeiterlager passiert? Und auf dem Friedhof dort gibt es heute noch ein großes internationales Massengrab, wo sozusagen auf dem städtischen Friedhof Zwangsarbeiterinnen in großer Zahl beigesetzt worden sind, die zu Tode gekommen sind. Genau den Menschen zu erinnern und eben auch aufzuzeigen, da hat es sozusagen Schicksale dahinter gegeben. Da sind Familien auseinandergerissen worden, da sind Leute nach Deutschland deportiert worden. Aber eben auch Menschen hier, die hier im Untergrund gelebt haben, die sich über jeden Luftangriff real gefreut haben, weil sie wussten, das war die Stunde, da konnten sie mal raus, ohne Angst haben zu müssen. Auch diesen Menschen zu gedenken, weil am Ende sind all jene befreit worden. Genau. Genau darum geht es am heutigen Tag. Und darauf würde ich gerne mit dir anstoßen, bevor jetzt dann vor Leningrad in die zweite Runde geht. Ich glaube, wir haben gerade sehr, sehr deutlich gemacht, warum der 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert werden muss, gefeiert werden sollte. Und es ist schön, dass ihr alle dabei seid und es mit uns teilt. Und wer es noch nicht gemacht habt, ich glaube, ihr habt gerade schon mitbekommen, vor Leningrad ist eine super Gelegenheit zu tanzen. Das könnt ihr jetzt tun. Wir werden das weiterhin backstage mit dem notwendigen Abstand tun. Und deswegen sagen wir spasiba, merci und thank you auf den 8. Mai als Tag der Befreiung. Nasser Bauschini.
Ja. Das nächste Lied heißt Elektrichka. Und damals, als wir das Lied geschrieben haben, da war mir das noch gar nicht so bewusst. Also, wie die Elektrichka, also so auch so ein Sinnbild ist ein bisschen für Vorfahrt Leningrad. Also Elektrichka heißt übersetzt eigentlich S-Bahn, also eine Bahn, die um die Großstädte kreist, die Leute einsammelt, wieder rausschmeißt. Und bei mir ist es ja so ähnlich, immer wenn ich früh morgens 16 Uhr am Bahnsteig stehe und in diese S-Bahn einsteige und aus dem Fenster schaue, versinke ich so in Gedanken und denke, ja, die Elektrichka, das ist so wie Vorfahrt Leningrad. Seit 30 Jahren rollt sie jetzt und an den Bahnhöfen, da steigen Leute ein und wieder aus. Und so ist es auch bei uns. Musiker steigen ein, Musiker steigen aus. Ich saß irgendwann ganz allein in der S-Bahn, spielte meine Gitarre. Vor 30 Jahren war das, wie gesagt. Und dann setzte sich ein wunderschönes Mädchen vor mich mit einem Akkordeon und fing an, mit mir zu spielen. Ich dachte, geil, cool. Ja, das war die Geburtsstunde von uns. Irgendwann sind viele Musiker eingestiegen. Trompete, Geige, Sängerinnen, ganze Chöre. Und unser Schlagzeuger zum Beispiel, Matze, der ist schon dreimal ausgestiegen und viermal wieder eingestiegen. Ja, also Elektrichka seit 30 Jahren rollt es und rollt und rollt und rollt. Und ich hoffe, dass wir noch weiter rollen können. Aber dafür brauchen wir euch. Euch brauchen wir, das Publikum. Das für uns alleine im Proberaum zu spielen ist nett, aber vor Publikum zu spielen, das ist es. Und das wollen wir auch noch weiter so machen. We'll be right back.
dieser Ton. Ja, ja, einen richtigen. Den richtigen Ton, bitte. Du musst normal machen, Matze ist gerade am Trinken. Ja, Matze. Aber nicht in der Geschwindigkeit. Wenn ihr das bedankt, wenn ihr das schickt, die sagt mir ja, ne, denn ich auch. Ja, es hat den Mund, sagst du los, die, dann ist mein Jugendlich im Jod. Ja, es hat den Mund, sagst du los, die, dann ist mein Jugendlich im Jod. Verbrasse, wo ist der Parisa, und der Marisch, der wird Jod. Und der Marisch, lohnt sich gerade, weil du sein Schuh an der Jod. Es wird nicht fest, das wird ja so, wenn ich allein ja, ja, ja. A patu žaja, zaš ti domu, na akja u zašinjet. Paš ti žaja, pa to kušku, pa jer zaša trebko svjet. Stojno, stojno, ti bi zaša, za večera rano spat. A ti je moj drug star ne, da prvno si konjat. Alle aufhören, sowas raus! Wir tun so, als wären wir ein Stadion! Wenn ihr nicht bezahlt, wenn ihr nicht bezahlt, wie seid ihr ja ein Weltidiot? Ja, es hat die Ruhe, sagst du groß, die, dann ist mein Jugendlich Idiot. Ja, es hat die Ruhe, sagst du groß, die, dann ist mein Jugendlich Idiot. Verbrasse weiter Parisa, und da war ich da mit Jod. Und da war ich, lutsche Gratsche, weil du sein Schuh an der Jod. Theo braucht jetzt Atmo-Licht. Alles wie zusammen. Immer. Ah ja. Macht das Licht aus in euren Wohnzimmern und zündet die Feuerzeuge. Wunderkerzen, schmeißt den Kamin an, irgend sowas in der Richtung. Macht den Feuermelder aus. Feuermelder aus, ganz wichtig, genau. Wir brauchen jetzt Atmo. Ja. Der hat eine Maske auf, um Gottes Willen. Od lunnoga sveta oj vojdi i seta za djelne nebostu skarije na balkon od lunnoga sveta oj vojdi i seta za djelne nebostu
Skadøen er balkon. Og til Ville, du grinader i. Som rakje nad sjøen. Ai, ai, ai. Раздається серенадой. Раздається стук вечею. Раздається стук вечею. Und ihr macht mit. 1, 2, 1, 2, 3.
Billy Bob der Dani. Ai, ai, ai. T-Rums und Radio Lanzi. Ai, ai, ai. Was da jetzt jetzt in der Nade ist. Ai, ai, ai. Was da jetzt jetzt du. Das war nicht schlecht, aber da geht noch mehr. Ein bisschen mehr Energie. Die Energie muss hier reinfließen. In mein Ohr durch ganz Potsdam. Wir probieren es noch einmal, okay? Angekommen. Danke, Potsdam. Ich hab's gehört. Und ich danke natürlich auch nach Leipzig, nach Dresden, nach Fuerteventura, alle, die uns jetzt hier hören. Ach, super. Ihr seid so gut. Nach Bern. Bern. Wow. Grüß. Crocodile. Ich hoffe, dass ihr alle noch richtig schön gut drauf seid und noch Energie habt, so ein bisschen mitzusingen und mitzuklatschen natürlich. So, dass wir auch was davon haben. Richtig laut muss es jetzt sein. Und ja, gestern Abend ist meine alte Dame, meine alte 90-jährige Dame an Corona, muss man mal so leider so sagen, irgendwie hat sie sich das Genick gebrochen. Meine schöne Bassballerleika. Sie hat den Hals nicht voll gekriegt und er ist gebrochen und deshalb spiele ich heute ohne Bassballerleika, sondern mit dem Bass. Ja, schade, aber wir kriegen das irgendwie dahin, wir kriegen ja alles hin, wir reparieren, wir
lassen alte Instrumente wieder genesen. Mehr als 30 Jahre. Seid ihr bereit für das letzte Lied? Okay. Durch die Wälder, durch die Steppen zu, unsere Bühne, die ist jung. In der Küste dieser weißen, heißungstretenen Bastion. In der Küste dieser weißen, heißen wir Städten im Bastion. Rot und Blut wie unsere Fahne, war das Zeug doch treu dem Schwur. Stürmten wir die Eskadronen, Partisanen von Amor. Stürmten wir die Eskadronen, Partisanen von Amor. Yeah.
свет. И бойцу на таем батарейче Отвернюжи перед этим нет. Бойцу на таем батарейче dabei wart. Schön, dass ihr uns begleitet habt hier und so viel Applaus gespendet habt. Das tut echt gut. Ja, Dankeschön. Tio, das ist eine Zugabe. Ja. Tio, die klatschen Zugabe für uns. Danke, danke, danke. Wir haben gerade eine Regieanweisung bekommen, dass wir noch eine Zugabe machen. Ja, haben wir. Und das machen wir natürlich. Weil es kamen wohl so viele Anrufe und so viele Beifallsbekundungen, dass wir nicht anders können. So, jetzt könnt ihr aufhören mit Zugabe klatschen. Vielleicht hört man nicht dann noch. Ja, diesmal dreh, ach, ich war nicht da,
трудно понять, где ты матушка родная, дай мне сердце остудить. Ехать в Албанию. Das soll es gewesen sein. Heute am 8. Mai 2020. Ja, geiles Konzert, geiles Publikum. Ich freue mich auf irgendwelche Resonanzen, wenn wir irgendwann durch die Straßen laufen und ihr uns seht. Dann bejubelt, beklatscht uns vielleicht ein kleines bisschen, weil wir haben wirklich nichts gehört. Und nie wieder Faschismus. Nicht so dicht daran hier, ja? Vielen Dank an VV Leningrad. Vielen Dank auch von mir. Die gute Nachricht ist, Jedi, Theo, ihr mag nichts gehört haben, aber ihr könnt euch das hinterher vielleicht nochmal angucken. Dann ist das so wie früher eine VHS vom Konzert, nur ein bisschen cooler. Und vor allem live. Und live. Wir haben gesehen, dass ganz, ganz viele sich im Laufe des Konzerts nacheinander erst sozusagen zugeschaltet haben, weil sie es gesehen haben. Deswegen wollen wir euch nochmal sagen, was ihr hier eigentlich gesehen habt. Heute ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Faschismus. Vor 75 Jahren ist die militärische Macht Nazi-Deutschlands zusammengebrochen unter den Schlägen der alliierten Truppen, der US-amerikanischen, der sowjetischen, der französischen und britischen Armeen. Und wir wollten eigentlich zum 8. Mai als Linke hier ein größeres Konzert veranstalten, auch eine größere Feier machen, weil wir finden, der 8. Mai soll nicht nur Feiertag sein und Gedenktag sein, sondern wir wollen ihn auch feiern als Tag der Befreiung. Das ging jetzt nun mal nicht. Und deswegen haben wir ganz kurzfristig entschieden, hier in Potsdam an einem sehr schönen Ort ein Konzert zu machen, wo es halt nur Techniker und uns als Zuschauer gibt, aber eben ihr am Stream gucken könnt. Gesehen habt ihr VV Leningrad, eine Band aus Potsdam, 30 Jahre alt, die einige sagen postsowjetischen Punk, andere sagen Speedfolk spielen. Also auf jeden Fall eine ziemlich coole Musik mit auch dem ein oder anderen bekannten Lied aus der Arbeiterbewegung, aus der russischen Volksmusik und das Ganze auf eine Art und Weise, die auch tanzbar ist, wenn man es laut auftritt, auch im Wohnzimmer. Genau, und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Spaß dabei hattet, dass ihr selbst auch ein wenig feiern konntet mit uns zusammen. Und wir möchten euch an dieser Stelle dafür danken, dass ihr eingeschaltet habt. Aber dieses Experiment, was wir heute Abend gemacht haben, wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn es nicht die Menschen gegeben hätte, die dazu bereit gewesen wären, sich darauf einzulassen. Das ist zum einen natürlich VV Leningrad nochmal ein großes Dankeschön an die Band, die heute Abend mitgemacht hat, aber viel mindestens genauso wichtig, jetzt gerade zur Realisierung, sind natürlich die Menschen, die im Hintergrund standen. Und das sind vor allem die Technikerinnen und Techniker, die das Ganze ermöglicht haben. Und deswegen möchten wir an dieser Stelle vor allem Marco, Trick, Daniel, Kevin, Alex und Roland danken, die das Ganze unterstützt haben und natürlich auch diesem wunderschönen Ort, der es uns ermöglicht hat, dieses Konzert hier auf die Bühne zu bringen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Musik für euch von Kevin zum Ausklingen des Abends. Und wir hoffen, dass wir ganz bald, so schnell wie möglich, mit euch wieder gemeinsam feiern können. Dann sicherlich auch in Anknüpfung an diesen Tag der Befreiung. Schön, dass ihr dabei wart und feiert noch schön an diesem heutigen Tag. Bis bald. Stoßt an und habt noch einen guten Abend.